Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Bild Daily Spezial. Live aus Berlin, genau wie bereits heute Morgen um 9, senden wir jetzt monothematisch, das heißt ausschließlich zu den Unwettern in Bayern. Und mit mir dabei ist wie immer meine liebe Kollegin Maria aus dem Social Media Team. Sie beobachtet eure Kommentare und vor allem eure Fragen. Das ist ein Aufruf an euch. Also wenn ihr Fragen an uns habt oder an unsere Gesprächspartner, wir werden gleich nach Niederbayern schalten zu unseren Kollegen vor Ort. Wenn ihr da Fragen habt, dann schreibt die bitte einfach in die Kommentarfelder. Wir versuchen, sie zu beantworten. Im niederbayerischen Simbach zum Beispiel kam gestern an nur einem Tag so viel Regen runter wie ansonsten in einem Vierteljahr, also in 3 Monaten. Der Starkregen in diesem Gebiet hat zwar jetzt aufgehört, dennoch ist die Lage weiter angespannt. Unter anderem werden weiterhin 4 Personen vermisst. Eine Zusammenfassung der letzten 24 Stunden. Das Brummen der Rettungshubschrauber und das Heulen der Sirenen sind verstummt. Es ist eine fast gespenstische Ruhe, die sich über die Innenstadt von Simbach am Inn gelegt hat. In der Nacht zum Donnerstag zeigt sich ein unfassbares Bild. Zerborstene Schaufenster, völlig zerstörte Geschäftsräume. Wie im Krieg sieht es aus in der Straße, die sich durch den beschaulichen Ort in Niederbayern zieht. 3 Tote haben Taucher nach der verheerenden Überschwemmung in dem niederbayerischen Ort im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses gefunden. Kurze Zeit später meldet die Polizei auch ein 4. Todesopfer der Flut. In Julbach, wenige Kilometer von Simbach entfernt, wird eine Frau tot aus einem Bach gezogen. Insgesamt 9000 Haushalte waren ohne Strom. Autos und Bäume einfach weggespült. Die Schäden sind verheerend und liegen nach ersten Schätzungen in 2-stelliger Millionenhöhe. Ganze Wohnsiedlungen sind völlig verwüstet und wohl bis auf Weiteres unbewohnbar. Seit gestern vor Ort ist mein Kollege Moritz Wedel, und zwar in Simbach. Moritz, wie ist dort im Moment die aktuelle Lage? Ja, Laura, die Lage ist ruhig, aber angespannt. Die Menschen gucken immer mal wieder in den Himmel, denn es fängt immer mal wieder an zu regnen. Und das kann hier wirklich keiner gebrauchen. Ansonsten laufen hier die Aufräumarbeiten. Wir schauen uns gerade mal aktuelle Bilder an. Hier haben wir beispielsweise ein Fahrzeug, das auf dem Dach liegt, das mitgezogen wurde von diesen massiven Wassermassen. Da hinten, wenn man es erkennen kann, 2 weitere Fahrzeuge. Ansonsten bin ich jetzt am Vormittag immer mal so durch die Stadt gelaufen vom kleinen Bach Simbach, was er jetzt ja wieder ist, hier in die Innenstadt, also weg von dem Bach, von dem Wasser und trotzdem die Zerstörungen, sie wären nicht weniger, eher schlimmer. Hier sehen wir beispielsweise eine gesamte Bank, die komplett unter Wasser stand und jetzt ausgeräumt werden muss. Hier sind ganz viele fleißige Helfer am Start, die einfach hergekommen sind, haben sich die Spaten geschnappt, die Schubkarren und wollen einfach helfen, wollen ihre Stadt schnellstmöglich wieder sauber machen, wieder bewohnbar machen, wollen den Schlamm aus den Straßen, aus den Häusern kehren, damit ja diese schreckliche Flut von 2016 schnell auch wieder aus den Köpfen der Menschen kommt. Hier haben wir nochmal ein weiteres Geschäft, das war ein Möbelstoffgeschäft. Auch hier ist praktisch nichts mehr, wie es war. Hier sehen wir nur noch die Wände, die nackten Wände. Alles andere liegt auf der Straße. Vieles wurde auch über hunderte Meter weit mitgerissen mit den Wassermassen. So eine massive Kraft hatten diese Wassermassen auch so, dass ganze Baumteile hier in den Straßen jetzt liegen. Ja, und dieses Bild, das sehen wir eigentlich überall in Simbach. Es ist wirklich enorm, wirklich erstaunlich und zeigt uns nochmal sehr eindrücklich und erschreckend, wie kraftvoll und wie plötzlich diese Flut über Niederbayern hineingekommen sein muss. Moritz, die Bilder sind wahnsinnig eindrucksvoll. Also da kriegt man tatsächlich sogar beim Zuschauen von hier aus der Redaktion totale Gänsehaut. Man sieht die Menschen, wie sie dort versuchen aufzuräumen. Welchen Eindruck machen die auf dich?
Sie machen einen bildentschlossenen Eindruck. Also ganz unvorbereitet, sagen wir mal, sind Sie ja nicht. Das eine oder andere Jahr gibt es hier ja immer mal wieder Überflutung. Ich war gestern Abend ja auch in Passau. Dort hat man auch mit schlimmen Überflutungen gerechnet, hat vorsichtshalber die Altstadt abgesperrt und schon mal alle Vorkehrungen getroffen, die man da so treffen kann. Also Wände aufgebaut, Barrikaden, um dem Wasser Herr zu werden. Da passierte dann zum Glück ja nichts in Passau. Aber das zeigt, die Menschen sind hier so ein bisschen vorbereitet. Aber auf das, was es jetzt gab, gestern Abend, darauf waren sie nicht vorbereitet. Auf die kraftvollen Wassermassen, also dass sie so schnell auch gekommen sind. Und das zeigt ja auch dieser traurige Fall dieser drei Frauen, die gestorben sind in ihrem Haus beim Versuch, noch ihr Hab und Gut vor den Wassermassen zu retten, sind sie ertrunken in ihrem Haus. Und das zeigt, wie schnell diese Wassermassen kamen. Viele hier, mit denen ich mich unterhalte, die sagen, ja Mensch, wenn das kein Tsunami war, dann weiß ich auch nicht. Moritz, vielen herzlichen Dank für die Bilder und deine Eindrücke. Wir schalten jetzt weiter zur Kollegin Alexia Brinkschulte, denn Moritz hat eben schon von den drei der Toten gesprochen. Und Alexia, ich glaube, du hast weitere Infos zu den Toten. Ist das richtig? Ja, richtig, Laura, genau. Es ist wirklich tragisch. Es ist eine junge Frau, eine 28-Jährige aus dem Ort mit ihrer Mutter und ihrer Großmutter, die sich offenbar im Keller des Hauses befanden. Die Anwohner, mit denen wir gesprochen haben, Menschen, die junge Frau kennen, sind natürlich wahnsinnig schockiert. Man merkt, also wenn man vor dem Haus steht, was für eine Wucht dieses Haus getroffen haben muss. Die Feuerwehr hat dort Schotter aufgeschüttet. Ansonsten würde man wirklich über knietief in diesem Schlamm versinken. Die Retter mussten also diesen Schotter dort einbringen, um überhaupt offenbar die Leichen aus dem Haus bergen zu können. Es ist wohl so, dass die Bewohner darüber, die dort drüber wohnen, die Retter darauf aufmerksam gemacht haben, dass sich im unteren Stockwerk vielleicht eben noch Personen aufhalten würden. Und ja, für diese Familie kam dann jede Hilfe zu spät, leider. Vier Menschen werden auch noch weiterhin vermisst. Machen sich die Bewohner Sorgen, dass sich die Todeszahl noch erhöhen wird? Ja, natürlich ist die Sorge hier groß. Gar keine Frage. Solange es noch Vermisste gibt, solange man nicht weiß, ob diese vermissten Personen einfach nur dem Telefon nicht erreichbar sind, Personen, die vielleicht kein Handy haben, wo das Handy vielleicht auch in den Fluten liegt und nicht mehr funktioniert, solange ist die Unsicherheit natürlich sehr, sehr groß und man macht sich eben große Sorgen, ob es weitere Todesopfer geben könnte oder ob diese Personen hoffentlich im Moment einfach nicht erreichbar sind. Aber so mehr die Zeit voranschreitet, umso mehr sinkt natürlich leider auch die Hoffnung, sie noch lebendig eben wieder in die Arme schließen zu können. Alexia, vielen Dank erstmal bisher. Du hältst uns natürlich weiter auf dem Laufenden. Wenn es etwas Neues gibt, wird es das entweder bei uns noch in der Sendung oder aber im Laufe des Tages natürlich sofort bei bild.de zu sehen sein. Die bewegten Bilder aus Niederbayern vermitteln uns, die das Glück haben, von diesem Albtraum verschont geblieben zu sein, einen sehr, sehr starken Eindruck davon, wie es sein muss, von dem Unglück betroffen zu sein. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Fotos aus den vergangenen 24 Stunden, die zum Teil wirklich sprachlos machen. Wir haben die eindrucksvollsten einmal für euch zusammengefasst. Thank you.
die gesamte Woche schon ist Deutschland ja von diesen verheerenden Unwettern betroffen. Insgesamt sind seit Sonntag nun also mindestens 8 Tote zu beklagen. 4 Menschen werden weiterhin vermisst. Und begonnen hat diese Horrorflut in Baden-Württemberg und Bayern am vergangenen Sonntag. Hier einmal ein Rückblick. Schlamm, Wasser und Geröll verwüsteten seit Sonntag mehrere Orte im Süden Deutschlands. Ganze Keller, Häuser stehen unter Wasser, Autos wurden mitgerissen. Tief Elvira hinterließ Chaos und Zerstörung in Baden-Württemberg und Bayern. Die Gemeinde Braunsbach liegt in Trümmern. 4 Menschen kommen am Anfang der Woche bereits bei den Unwettern und Überschwemmungen ums Leben. Besonders tragisch, ein junger Mann war in Schwäbisch Gmünd von den Wassermassen mitgerissen worden und war in einen Kanalschacht gezogen worden. Ein herbeieilender Feuerwehrmann versucht, den jungen Mann zu retten, wird aber von der Flut mitgerissen. Beide können nur noch tot geborgen werden. Besonders betroffen von den Wassermassen war am Sonntagabend der kleine Ort Braunsbach im Norden Baden-Württembergs. 3 kleine Bäche flossen durch das beschauliche Dorf. Durch das heftige Unwetter schwollen sie am Sonntagabend zu reißenden Flüssen an. Eine Gerölllawine schob sich hunderte Meter durch den Ort und hinterlässt eine Schneise der Zerstörung. In unserem Bild Daily Spezial heute Morgen um 9 habe ich telefoniert mit dem Bürgermeister eines Ortes aus diesem Katastrophengebiet Triftern, und zwar mit Walter Zech. Und dieses Gespräch werden wir euch jetzt noch einmal zeigen. Wir sind jetzt telefonisch verbunden mit Walter Zech. Herr Zech ist Bürgermeister in Triftern, dort, wo die Katastrophe gestern begann in Niederbayern. Herr Zech, Sie waren mit Ihrem Ort gestern nahezu vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Entschuldigung. Wie ist die Lage jetzt im Moment? Die Lage hat sich schon etwas entspannt, weil das Hochwasser deutlich zurückgegangen ist. Die Straßen sind befahrbar, allerdings müssen wir jetzt momentan nachschauen, welche Straßen beschädigt sind, wo müssen wir Schilder aufstellen und so weiter und so fort. Also das ist der Bauhof massiv unterwegs jetzt in der Großgemeinde, und wir müssen jetzt versuchen, jetzt die Situation so gut wie möglich jetzt hinzubringen. Was natürlich sehr positiv ist, dass sehr viele Hilfskräfte jetzt viele Feuerwehren aus dem Umkreis und vor allen Dingen auch aus dem Deckendorfer Bereich, die ja vor 3 Jahren diese Situation miterlebt haben, sind die rübergekommen, weil wir rübergefahren sind. Also da ist ein wunderbarer Austausch, und die sind kräftig jetzt unterwegs und pumpen die Keller aus und versuchen halt jetzt die Situation zu verbessern. Herr Zech, 250 Schulkinder waren gestern in ihren Klassen eingeschlossen. Mussten die dort übernachten, beziehungsweise wo sind diese Kinder jetzt? Die sind jetzt mittlerweile zu Hause. Das Problem war jetzt nicht die Gefahr vom Wasser, sondern das Problem war, dass man nicht mehr nach Triftern fahren konnte und von Triftern nicht mehr rausfahren konnte, weil die Straßen überflutet waren. War das eigentliche Problem. Also die Schule an sich ist ein sicherer Ort. Da gibt es keine Schwierigkeiten. Tatsächlich als letzte Frage, können Sie übernachtet haben dann in etwa, weil im Laufe des Abends hat sich die Lage dann schon etwas entspannt, übernachtet haben dann nach meinen Informationen so in der Größenordnung von 30, 40 Kinder. Also um 8:30 waren 30, 40 Kinder noch mit den Lehrern, so etwa 50 Personen waren also vor Ort in der Schule und in der Sporthalle. Herr Zech, Sie haben verständlicherweise nicht viel Zeit heute Morgen. Nur als letzte Frage noch ganz kurz. Können Sie für uns den Moment beschreiben, als Sie gestern Vormittag begriffen haben, dass die Katastrophe naht? Also ich war um 8:30 war ich noch im Marktbereich, und da gab es überhaupt keine Anzeichen, dass wir ein Problem haben, also ein großes Problem. Ein höheres Wasser natürlich, aber ein Hochwasser in der Form, das war nicht vorhersehbar. Da sind wir schon überrascht worden. Das war eine Dimension, die man nach meinen Erfahrungen her in Triftern noch nie gehabt haben.
Herr Zech, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns und wir sind in Gedanken bei Ihnen und wünschen Ihnen viel Kraft für diese Zeit. Ja. Danke. Noch einmal der Hinweis, dieses Telefonat haben wir heute Morgen in unserem ersten Daily Spezial um 9 Uhr aufgezeichnet. Jetzt verbunden bin ich mit Katrin Jarosch. Katrin Jarosch arbeitet für den Verband der deutschen Versicherungswirtschaft und mit ihr möchte ich gerne darüber sprechen, was jetzt eigentlich mit den Schäden passiert, beziehungsweise welche Versicherung jetzt bei welchem Schaden aufkommt, denn das fragen sich jetzt viele. Frau Jarosch, in welchem Fall zahlt welche Versicherung? Also zum Beispiel, wenn es Schäden am Haus gibt oder auch am Auto oder aber im Haus. Können Sie das so aufdröseln? Klar, das kann ich gerne machen. Also wir haben die dramatischen Bilder ja gesehen von den zerstörten, komplett zerstörten Häusern zum Teil. Hier zahlt die Wohngebäudeversicherung den Schaden mit Elementarschaden Einschluss. Das heißt, ich muss mein Haus eben auch gegen Hochwasser versichert haben und Überschwemmung. Den Hausrat, der, wir sehen es hier wieder auf den Bildern, der natürlich auch zerstört sein wird, den übernimmt die Hausratversicherung und nicht zuletzt die Schäden an den total zerstörten Autos, wie hier im Bild. Das sind Schäden, für die die Teilkaskoversicherung aufkommen wird. Und was ist jetzt für die Bewohner zu tun, wenn sie einen Schadensfall haben konkret? Wichtig ist natürlich erstmal, dass man mit seinem Versicherer spricht, dass man ihn anruft und ihn informiert. Die Versicherer sind sehr schadenerprobt, leider auch, gerade in diesen Regionen. Das heißt, die wissen sofort, was man zu tun hat. Die haben zum Teil ihre Handwerksnetze, ihre Handwerker, die sie sofort losschicken können, damit die Schäden auch einfach sehr schnell behoben werden können. Welche Fehler sind denn jetzt zu vermeiden, beziehungsweise worauf sollten die Beschädigten auf jeden Fall achten jetzt? Ja, man sollte auf jeden Fall erstmal sehen, dass man die Schäden, die schon da sind, nicht noch größer werden lässt. Also sprich, einfach schon mal sehen, was man selber abdichten kann, ob man schon mal das Fenster versuchen kann, provisorisch abzudichten, damit nicht erneut Regen eindringen kann. Und natürlich auch die Geräte, die elektronischen Geräte nicht gleich wieder anschalten, sondern erstmal schauen, nachdem jemand da gewesen ist von der Fachfirma und das auch freigegeben hat, nicht, dass da noch zusätzliche Schäden entstehen, womöglich. Frau Jarosch, vielen Dank für Ihre Tipps. Ja, leider können wir auch nach 5 Tagen immer noch nicht davon ausgehen, dass das Wetter sich bessert, denn Experten machen wenig Hoffnung. Und deshalb werden wir jetzt noch einmal zu Dominik Jung schalten. Er ist diplomierter Meteorologe. Und Dominik, für welche Gebiete sind denn Starkregen und Gewitter auf jeden Fall für heute und für morgen noch angesagt? Also wie heute haben sich schon die ersten Schauer und kräftigen Gewitter gebildet. Die ziehen gerade von Ostdeutschland nach Westdeutschland und entsprechend gelten auch schon Unwetterwarnungen. Heute ist der Schwerpunkt sehr wahrscheinlich im Nordwesten zu suchen, also Richtung Rheinland hoch, Richtung Emsland. Da kann es heute kräftig knallen. Man sieht auf der Karte anbei, wo die Flächen rot sind, da ist heute eine hohe Unwettergefahr. Und hohe Unwettergefahr bedeutet zum Abend hin Starkregen, Sturmwind und auch Hagel, wobei der Starkregen das größte Problem ist. Der kann nämlich zu Überflutungen führen, wie in den vergangenen Tagen in Bayern und Baden-Württemberg auch der Fall war. Und morgen geht es ähnlich weiter. Da muss man dann aber verbreitet im ganzen Land wieder mit Schauern und Gewittern rechnen. Das kann zum Teil wieder recht kräftig werden. Dominik, gestern in Niederbayern war auch der Wind ein Problem, beziehungsweise der nicht vorhandene Wind. Warum? Ja, die Gewitter, die haben sich sehr lange stationär aufgehalten. Das heißt, sind gar nicht weitergezogen oder gar nicht von der Stelle gekommen. Das heißt, dieser starke Regen, der fiel über Stunden hinweg auf die gleiche Stelle. Und das hat natürlich zu großen Regensummen geführt. Teilweise fielen binnen 3 bis 4 Stunden bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter. Zum Vergleich mal, in einem ganzen Monat Mai fällt in Deutschland gerade mal 70 Liter Regen pro Quadratmeter. Und wir haben jetzt über heute und morgen gesprochen, was die Voraussage angeht. Wie sieht es denn am Wochenende bzw. Anfang der nächsten Woche aus? Wird es da besser wenigstens? Ja, also leider wird es Richtung Wochenende noch ein bisschen heftiger zur Sache gehen, denn die Unwettergefahr, die nimmt wieder zu, dann auch wirklich in ganz Deutschland, vor allen Dingen am Samstag und am Sonntag. Da haben wir überall eine hohe Gefahr, dass bei den Gewittern auch wieder Unwetter mit dabei sein können. Also stabiles Hochdruckwetter
ist an diesem Wochenende auf jeden Fall nicht in Sicht. Und auch zum Wochenbeginn am Montag und am Dienstag, da dauert diese sehr extreme Wetterlage weiter an. Vielleicht haben wir eine kleine Chance zum 10. Juni hin. Das ist der Beginn der Fußball-Europameisterschaft, dass es dann ein bisschen schöner wird und auch mal öfters die Sonne scheint. Alles klar, Dominik, vielen Dank. Und dann würde ich jetzt gerne, Maria, dich noch einmal fragen, ob die User Fragen haben, beziehungsweise was so ihre Kommentare waren heute. Ja, zuerst einmal ein kleiner Überblick über die Kommentare. Die User sind von den Bildern schockiert, von dem Ausmaß der Katastrophe einfach sehr mitgenommen, haben viele Beileidsaussprüche gegeben, viele Worte der Kraft und des Muts, was wirklich sehr schön war zu lesen. Und es kamen auch zwei konkrete Fragen. Viele möchten gerne helfen und würden gerne wissen, wie und ob Spenden überhaupt benötigt werden. Ja, mir wurde das gerade was reingereicht, Entschuldigung. Also Spenden werden sicherlich benötigt, wobei der Herr Söder, der Finanzminister aus Bayern, vor gut anderthalb Stunden auch bekannt gegeben hat, dass eine Soforthilfe für die Opfer auf jeden Fall bereitgestellt wird. Das sind 1.500 Euro zur Verfügung für jeden. Das also schon mal auf jeden Fall als erste Hilfe. Spenden sind aber sicherlich immer gut für die Betroffenen. Ich kann jetzt leider keine Spendennummer nennen ad hoc, aber die werden wir vielleicht im Laufe des Tages noch herausfinden und an euch dann weitergeben. Und vor Ort helfen kann, glaube ich, auch tatsächlich wirklich jeder, der sich irgendwo in der Nähe aufhält oder ja, auch von weiter her dorthin reisen möchte. Die Reporter, die für uns vor Ort sind, haben berichtet, dass bereits viele Menschen dort angekommen sind, um den Beschädigten dort zu helfen bei den Aufräumarbeiten. Also ich denke, Hilfe ist an jeder Stelle notwendig und gebraucht und erwünscht. Ansonsten war es das, ja, ich glaube? Ja, ne? Das war's. Okay, dann war es das tatsächlich auch für heute von uns erst einmal. Sofern sich die Lage nicht deutlich verschlimmert, melden wir uns morgen wieder. Ansonsten bleibt aber gerne bei bild.de und unseren Facebook-Profilen immer mal wieder dabei und online. Und dann werden wir uns vielleicht auch im Laufe des Tages noch einmal melden. Bis dahin und tschüss.